Risiko. Risiko. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Coriolis Shrouded Horizon. Ich hätte gerade fast Morgenkaffee gesagt. Ich bin super wach heute. genau, zu Episode 11, wenn ich mich nicht total verzählt habe. Don't On. quote me on that one. Ja, ich war auch so, oh. Jeez. Fast. Naja, das ja, wir spielen schon eine Weile. Und wir kehren zurück auf den Tashin Outpost, wo die Crew der Crimson Nightingale ja gerade versucht, die Timeline zurückzuverfolgen, was alles passiert ist, bevor die Drohne angegriffen hat. Der Basar ist ja angegriffen worden und ihr seid von Vasem angeheuert worden, um jemanden dingfest zu machen. Bevorzugt die Person, die es war. Und ihr habt relativ viel rausgefunden. Ich habe das seit dem letzten Mal in eine Timeline gepackt, weil das sich ja gewünscht worden war. Ich kann dir ja mal zeigen. Das hat sich dann nämlich als größer herausgestellt, als wir dachten. Und die Infos wurden immer mehr und immer mehr. Und dann war irgendwann so der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ich muss jetzt nochmal entweder alle Infos erfragen und aufschreiben, oder Löffel macht uns gleich ein Timeline. Ja, also habe ich eine Timeline gebaut. Genau. Und an der werden wir uns ein bisschen orientieren. Dinge werden vielleicht noch rumgeschoben oder bewegt oder verändert, je nachdem, was die Gruppe so rausfindet oder nicht rausfindet. Aha. Nein. Alles bleibt, wie es ist. Alles bleibt, wie es ist. Das macht mein Kopf nicht Oder mit. falls ich einen Fehler gemacht habe, was immer mal passieren kann. Aber ich glaube, ich habe alles in der richtigen Ordnung. Yes, I think so. I Fehler sind ausgeschlossen. believe. Okay, dann legen wir jetzt wieder los. Ich sette euch wieder ein bisschen ab, damit ihr wieder wisst, wo wir sind und wer wir eigentlich sind und wenn ja, wie viele. Und dann legen wir los. Warum bin ich? Warum? Und wenn ja, wie viele? Genau. Ihr seid in der Lounge des Hotels, in Vasems Hotel, wo ihr gerade mit der jungen Frau an der Theke gesprochen habt, die euch den Video-Footage zur Verfügung gestellt habt und euch den auf eins der Datapads, das ihr dabei habt, gespielt hat. Und sie hatte kurz mit Vasim telefoniert und ihr hattet wohl auch die Erlaubnis erhalten, nach oben zu gehen. Und sie, das ist so das Letzte sozusagen auch nochmal, damit ihr es euch vorstellen könnt. Es ist halt relativ einladend hier, ne? In angenehmen, warmen Tönen gehalten. Es riecht so ein bisschen nach Räucherwerk. Und ja, es ist halt so ein Durchlaufraum, ne? Ihr wisst ja, wie Hotels so sind. Es gibt so ein paar Sitzgelegenheiten. Es gibt so Sitzkissen um so einen Tisch rum und ein, zwei Couches, auf die man sich setzen kann, ein paar Stühle. Und wie gesagt, die Theke und dann gibt es einen Aufzug, der nach oben führt. Und so eine Tür so zu Staff und eine Emergency-Treppe, weil die auch in diesen Tagen immer noch gebraucht wird. Wird nie alt. Wird nie alt. Und da steht ihr gerade. Ihr habt, wie gesagt, gerade den Überwachungsfootage bekommen. Ihr habt gesehen, dass das Letzte, was ihr rausgefunden hattet, war, dass sich Ayas Aussage, also dass Jalals Aussage darüber, wo Aya hingegangen ist, sich nicht gedeckt hat mit dem, was ihr auf den Kameras seht. Nämlich, dass Aya offensichtlich auf jeden Fall nicht auf sichtbarem Weg das Hotel verlassen hat. Und ihr habt den mysteriösen Mann in dem Motorrad, also in dem Hoverbike-Helm, das Hotel betreten sehen. Die mysteriöse Person. Ja. Wir wollen doch nicht sagen, dass es ein Mann ist. Könnte auch eine Frau sein. Nach Das dem, was wir bisher Ding wissen. könnte auch Ja. eine Maschine sein. Könnte auch. Was? The Terminator. Oder ein Alien. Aber es gibt doch gar keine Aliens. Ich halte die Terminator-Idee für sehr wahrscheinlich. Ja. Klar Ja, gibt's ich auch. Aliens.
Ach, ja, doch, im Coriolis-Universum gibt es welche, die sind nur nicht so prävalent. Das ist nicht so Alien, the movie Alien. Es gibt schon ein Auto, die habt ihr, wenn du noch nicht... Es gibt Menschen, die sehen ein bisschen anders aus. Genau. Es gibt Menschen mit einem anderen Flavor. Okay. Dann tut mir das leid. Dann gibt es Menschen mit Jackalköpfen, die keine Aliens sind. Nein, es gibt auch Leute... Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt auch solche. Solche Dudes auch geben. Ja. Nobody knows. Und das zählt das jetzt schon als Alien? Also ich weiß ja nicht. Für Hans ja. That's racist. Ja, üblich Erstsiedler. Ja. Wow. Hans ist deutsch, was erwartest du? Ich würde sagen. Wow. Okay. Wie gesagt, ihr... Alternative für Coriolis. Was? Was? Die Teutonische Weltenrepublik, nein. Wie gesagt, ihr steht in der Lounge vom Hotel. Die hat euch gerade das Video überspielt. Und was wollt ihr tun? Ja, Material. Ja, ihr wisst, in welchem Stock Aya ist. Die ist im ersten Stock. Zimmer 35. Und ihr wisst, dass dass die mysteriöse Person scheinbar in den zweiten Stock gefahren ist. Aber der hatte da kein Zimmer gemietet, sondern ist da einfach nur so hin. Scheinbar. Hatten wir gefragt, ob Aya noch ein zweites Zimmer gemietet hat? Ihr hattet nicht gefragt. Es könnte aber auch sein, dass sie es hervorgehoben hätte, wenn sie es getan hätte. Aber ja, ihr könnt fragen. Okay. Sie ist noch da. Sie sitzt an der Theke. Und beobachtet euch neugierig. Gibt es außer den Aufzug noch andere Fluchtwege? Die Nottreppe. Und sie nickt. Und sagt dann, genau, die Nottreppe. Erreicht man die einfach so oder nur in Notfällen? Die kann man auch so erreichen. Sie deutet rüber, ich kann sie einfach so erreichen, wenn es Notfälle gibt, sagt sie so, wie zum Beispiel ein Feuer, dann öffnen sich die Türen automatisch. Ihr wisst schon, Sensoren und so. Aber ja, ist ein ganz einfacher Schließmechanismus. Wie viele Zimmer im zweiten Stock sind belegt? Sie tippt auf der Tastatur so rum und macht so tipp, 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 tipp. Und, oder auf dem Tablet so tipp, swischt so ein bisschen rum und sagt dann, 4 Zimmer sind belegt. Ein paar sind es nicht, aber das ist nicht ungewöhnlich. Ist immer so. Vorhin mal mehr, mal weniger, wisst ihr. Von wem? Outpost halt. Ein paar... Sie checkt so durch. Größtenteils, ich glaube, die sind alle von der Crew, von der, und sie flippt da so drüber, von der Thunderbird und der Voskot. Thunderbird und Voskot. Voskot, ja. Und sie sagt dann nur so, ja, die sind aber die meiste Zeit nicht da. Die kommen ja öfter durch, die mieten sich ein Zimmer und die meiste Zeit verbringen sie eigentlich in der Bar oder auf dem Bazar. Die pennen hier nur, sagt sie. Ich glaube, die mieten sich auch nur ein Zimmer, weil sie einfach mal woanders schlafen wollen als auf dem Schiff. Verstehe ich nicht. Ja, wir waren Thunderbird und die Voskot, die kannten wir ja schon. Wir wissen ja, das sind die um die Olympus praktisch, die Olympus flankieren. Ja, die stehen halt auf den Docks, die da sind. Also genau. Es gibt 7 Docks insgesamt, eins ist gerade nicht belegt. Und die anderen sind halt mit Schiffen belegt, inklusive euch. Ja. Was waren das für Leute, Thunderbird, Voskot? Die Thunderbird sind Händler. mit denen hattet ihr jetzt noch nicht so viel zu tun, aber die sind nur auf der Durchreise. Haben die eine Zugehörigkeit zu irgendeiner Fraktion?
Nicht, dass ihr wüsstet. Okay. Ihr habt nicht wirklich mit denen geredet, aber die sahen, also die von denen, die ihr gesehen habt, sahen weder nach Prospektoren noch nach Nomaden aus. Mhm. Auf jeden Fall. Die Voskhod sind Prospektoren. Das hat euch Saad gesagt. Die waren bei der letzten Abbaustation, wo die waren, da waren die auch, nur auf der anderen Seite von dem Asteroiden. Ja. Ja, ich erinnere mich, ja. Hm. Der hat halt gesagt, die waren bei der anderen Abbaustation auf der anderen Seite von dem Asteroiden, wo die waren. Also der weiß, dass die da waren, die hatten aber nichts miteinander zu tun, während sie da waren. Ja. Genau, die anderen Schiffe, die noch da sind, sind halt die Nebula Runner. Das ist das Schiff der Nomaden, das normalerweise von Aya Kapitän gesteuert. Du weißt schon, Kapitän. Kapitäniert? Die sind ja auch erst. Was? Kapitäniert? Keine Ahnung. Kapitäniert? Ich wollte gerade sagen, was ist das? Befehligt. Kommandiert. Das Wort. Deutsch. Kommandiert. Irgendwo in der Mitte. So schöne deutsche Wörter. Kapitalismus. Kapitalismus. Kapitalisieren. Das Schiff wird kapitalisiert, ist auch fair. Und das Leben, genau, die Nebula Runner ist ein Föderationsschiff, das wahrscheinlich auch nur auf der Durchreise ist von allem, was ihr bis jetzt gehört habt. Da ist Aya, die Kapitänin. Dann ist da die Olympus, das ist das Schiff von Kadir und Sans. Und eures halt. Und da ist noch ein weiteres Schiff, von dem ihr aber nichts wisst, wer die sind. Okay. Ich gehe mal die Treppe hoch. Okay. Die Notfalltreppe? Oder nimmst du... Okay. Aber es ist kein Notfall. Ja, wenn du versuchst, die Tür aufzudrücken, dann geht die erstmal nicht auf. Ich drücke hier ein. Notfall. Ich wende, es löst einen Alarm aus, wenn du die Notfalltür aufmachst, weil es ja nur für Notfälle gedacht ist. Ihr hört, wie sie so hinter der Theke so vorkommt. Moment, ich kann die doch aufschließen, wenn ihr da unbedingt gucken wollt. Ordnung. Und sie zieht eine Karte durch den Laser von dem Ding und sagt dann, hier, bitte. Was ist das für eine Karte? Ist das so ein Generalschlüssel? Ihre Augen werden schmal. Vielleicht. Könnte man sich den vielleicht für die Ermittlungsarbeiten mal ausleihen? Den darf ich leider nicht aus der Hand geben, aber ich kann mitkommen, wenn ihr unbedingt irgendwas aufschließen wollt, sagt sie nur. Hau die anderen an. Sie grinst. Zuck mir die Schultern. Klar. Wisst ihr nichts, was dagegen spreche? Supi! Und sie dreht sich um und zieht hinter der Theke ein Schild hervor. Also ihre Schritte zurück zur Theke haben so diesen leichten Skip so da drin, so dieses Lalala. Und sie zieht hinter der Theke ein Schild hervor, das sie auf die Theke stellt, wo in verschiedenen Sprachen draufsteht, dass sie gleich wieder da ist. Die freut sich, wa? Das ist endlich mal ein bisschen lange, die war lange Weile weg. Die ist halt auch relativ jung noch. Du würdest mal schätzen, dass die wahrscheinlich hier aufgewachsen ist oder mit ihrer Familie hingezogen ist oder selber hier gestrandet ist. Und wahrscheinlich passiert hier nicht so viel. Und ihr seid jetzt das Spannendste, was wahrscheinlich in den letzten Tagen passiert ist. Auf jeden Fall guckt sie so. Okay. Vielleicht ihr gesamtes Leben. Ja, wahrscheinlich. und sie... Ich sag so übers Vox-Ding zum Captain. Übers Was? War meine Ansicht. So, ich drehe mich so ein bisschen zur Seite und halt so ein bisschen an und vielleicht sollte dann Amajani mit ihr zusammen den Fluchtweg decken. Schutz feiert. Und dann spaziert ihr einfach den Fahrstuhl raus? Ich dachte, der Rest von uns geht den Fahrstuhl hoch. Dann machen wir das genauso und wir treffen uns oben. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Wir wissen nicht, welches Zimmer auf der zweiten es hingeht, deswegen sollten wir vielleicht zuerst mit Aya sprechen. Ich nicke. Also zuerst zu Aya. Erster Stock. Okay. Wo gehe ich jetzt hin?
Und du gehst mit ihr die Treppe hoch. Die gibt dieselbe Energie ab. Ein wenig Freude. Oh mein Gott. Okay. Also gehen alle in den Aufzug, außer Marek und unserer Hotelangestellten. Ja. Ich frage sie aus über die Gäste, die hier immer so hinkommen und interessante Geschichten. Was war der interessanteste Gast, den du jemals hier hattest? Oder was das Verrückteste, was hier in deinem Hotel passiert ist? Erstmal bis zum ersten Stock. ihr hört so, als gerade die Fahrstuhltür für euch zugeht, hört ihr noch so, also damals! So, und dann in dem Moment macht so Ding, geht das Ding zu. Und ihr fahrt nach oben, das ist ein relativ normaler Aufzug. Also nichts Ungewöhnliches da dran. Bei den Ikonen. Und ihr fahrt relativ schnell in den ersten Stock hoch. Marek, ihr geht die Feuertreppe hoch. Die ist genau, was du erwartet hättest. Halt so, ne, so wie so eine eckige Wendeltreppe, im Endeffekt relativ klein. Und ihr geht in, ja, und ihr geht zum ersten Stock hoch, ne, und dann sagt sie, das Gute ist, von innen kann man die einfach aufdrücken. Ist halt nur von außen abgeschlossen. Und dann, ja, drückt sie die Tür auf. Ah. Und Fluchtwege und so. Ja, schon klar. Ding! Wahrscheinlich relativ zeitgleich, ne, so macht's halt Ding. Bei euch geht die Fahrstuhltür auf. In dem Moment geht die, schmeißt sie gerade so die Tür auf. Und sagt dann, na dann? 35. Mhm. Sie deutet den Gang runter, es sind halt so aneinandergereiht halt Zimmer. Ne? Links bin ich, rechts bin ich. Ist so ein langer Gang. Ist, ja, auch in ne, so Metall mit so Linien dran, so mit Linien aus LEDs und ja, so ein Farbstreifen in Orange, der so an der Wand lang führt. Und der Boden ist mit Teppich ausgelegt, um es wahrscheinlich ein bisschen nicer zu machen. Ja, und ihr folgt an den Zimmern vorbei und irgendwann kommt ihr an das Zimmer mit der 35. Bei die anderen an, ob sie bereit sind. Ja, immer. Wofür? Ich wollte gerade auch fragen, wofür? Was hast du vor? Geh voran. Na, die klopfen. Na bitte. Ich klopfe. Zack, Tür aufgebrochen. du klopfst und es ist ein Moment still und dann. Jalal, bist du das? Moment. Und. Einer sagt was. Ich dreh mich um. Zimmerservice. Oh, meine Augen gehen zu. Man sieht die Schmerzen, die ich innerlich habe. Nachdem sie schon selbst ihre Frage beantwortet. Und es so in unseren Kram passte. Ich wolle auch übertrieben genervt mit den Augen. Als würde ich gegenüber dem Captain noch mehr zustimmen wollen, wie schlecht das jetzt war vom Erstsiedler. Und wie erwartbar. Ich mache die Tür auf. Mit Almajani Schädel. Jeez. Ich merke schon, das genau. Läuft. Ihr hört Schritte, ne, hinter der Tür. Und dann wird die geöffnet. Und erstmal nur so ein Spalt. Also ihr seht, ne, so die macht die nur so halb auf. Und während sie öffnet, sagt sie so, ich hatte gar nichts be... Ich schieb meinen Fuß in den Spalt. Sie, du merkst sofort, ne, so sie zieht die Tür nicht zu, sondern ne, so sieht halt so, ne, so ihr merkt, wie ihre Augen schmaler werden. Sie trägt
charakteristisch für die Nomaden, hält eine so weiße Kleidung und hat ja so ein Kopftuchschal um ihren Kopf gewickelt. Schönen guten Tag. Guten Tag. Captain Deronta-Hahn, meine Crew. Wir arbeiten für Vasem und würden gerne ein paar Fragen stellen. Ist das so? Jo. Eindeutig. Ich deute in Richtung Hotelangestellte. Und sie sagt nur so, stimmt, die arbeiten für Vasem. Und was für einen Grund gibt es mir, Fragen zu stellen, wenn ich von Captain zu Captain fragen darf? Sie haben sich hier mit jemandem getroffen. Und ich schaue mich kurz auf den Flur um. Vielleicht wollen wir das im Zimmer klären. Ja. Du siehst, wie ihre Lippen sehr so zusammengepresst und die so schmal werden. Und sie so, fein. Und sie öffnet die Tür weiter und gibt den Blick preis auf ein relativ schlichtes Hotelzimmer. Nichts Ungewöhnliches. Das hier ist halt kein Vier-Sterne-Hotel. Das ist, ihr seht, dass das Zimmer ein Bett hat, einen Schreibtisch mit einer Ladestation für ein Datapad. Und eine Tür, die abgeht, von der immer ausgeht, dass die ins Bad führt. Und so ein in die Wand eingelassenen Schrank. Es gibt kein Fenster. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Ja. Ja, wie gesagt, sie öffnet die Tür und sagt, ist nicht so viel Platz. Ihr seid ganz schön viele. Und sie lässt euch rein. Ich warte gerne draußen. Wieso klingt das alles so? Ich find's gut, mit Jalal redet ihr so, ja, Buddy, wird schon gut, mit ihr so. Moment. Ich warte gerne vor ihrem Fenster. Aber ich habe doch gar kein Fenster, das glauben Sie. Gleich schon. Was denken Sie, was der Spiegel im Bad ist? Eigentlich zu viele Worte, einfach nur so ein, ja. Creepy as fuck. Genau, ihr kommt rein und sie lehnt sich so gegen die Wand. Ne? Das Bad, weißt du, steht so ein bisschen vor, das ist wie so ein L an Wand, das da so reingebaut worden ist, wo die Tür reingeht. Also praktisch, dass sich dadurch so ein kleiner, wie so ein kleiner Flur fast schon bildet, wo halt die Tür zum Bad abgeht und dahinter sich dann halt der Raum weiter öffnet. Das tatsächliche Hotelzimmer, und da lehnt sie sich halt, sobald ihr alle drin seid, so an die Wand und guckt so ein bisschen skeptisch zwischen euch hin und her. Was hat Jalal angestellt, dass ihr deswegen mit mir reden müsst? Den Aufruhr nicht mitbekommen? Ich habe geschlafen, sagt sie. Langer Flug und bald noch eine sehr viel längere Reise. Langer Flug? Mit welchem Schiff sind Sie angekommen? Und sie sagt dann, vor 2 Tagen mit der Kishiri. Eigentlich bin ich der Captain der Nebula Runner, aber ich bin ein paar Tage früher angereist. Wie kommt's? Und sie guckt dich nur an und sagt dann, mein Bruder ist auf einer Pilgerreise und ich wusste, dass er früher ankommt, weswegen ich mir dachte, ich nehme mir die Zeit. Der Bruder war der mit dem blauen Auge, ne? Nurul, ja. Den habt ihr in der Bar gesehen. Und dann sagt sie nur, und hab mich währenddessen auch noch mit einem anderen Captain getroffen. Jalal, den ihr offensichtlich schon kennt. Ruhig aus. Ich möchte mich ungern wiederholen, aber was verschafft mir die Ehre?
gab einen Angriff auf die Nomaden hier vor Ort. Du siehst, dass ihr ganzes Gesicht so versteinert. Mhm. Eine Drohne wurde gekapert und mit einer Bombe versehen. Würfel bitte mal auf Empathy Observation. Alle? Können gerne alle machen. Ich sage mit Absicht noch nicht, ob das erfolgreich war. Empathy Observation war. Ja. Ja, ja, weil es halt um Gesichtsausdruck geht. Ja, 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 ich gucke mir nur gerade. Wow, that's a no. Empathy ist nicht gerade eben Variks Meisterleistung. Das ist okay. Ui. Ui. Einmal Gianni Respekt. 6, 5, 6. Okay. Dann fangen wir mal mit dem, was Darren und Marek beide sehen an. Und dann schreibe ich Marek gleich noch was währenddessen. Ui. Mal gucken, ob ich able bin zu multitasken. Wir schauen mal. genau, ihr wisst ja auch schon einiges, ne? Was sie ja nicht zwingend weiß. Das Erste, was ihr seht, ist, ne, so in diesem versteinerten Gesichtsausdruck, ne, ihre Lippen werden schmal und da fährt Sorge über ihr Gesicht, was verständlich ist und eine, ne, realistische Reaktion, so oder so. Was euch auch beiden sehr bewusst wird, ist, sie hält ihre Gesichtsausdrücke sehr flach, während sie mit euch redet. Also ihr merkt, dass da deutlich mehr hinter den Kulissen vorgeht, als sie zeigt. Mhm. Das ist sehr, sehr offensichtlich. Also für euch beide, für Jana nicht. Ihr wisst nur nicht, ob das einfach nur ist, weil sie sich mehr stoisch geben will, als nur so, weil sie gerade verhört wird, oder ob es dafür andere Gründe gibt. Als ihr aber die so ein bisschen ausholt. Ihr wisst nicht genau, worauf sie reagiert, aber ihr seht das halt so. Da ist so ganz kurz, ne, so ihre Mundwinkel gehen so runter, wenn du erklärst, was passiert ist. Und wie sagt man das? Da ist so ein. So ein ganz kurzer Moment von. Es ist nicht Trauer, sondern so Enttäuschung? Nein, eher wie so eine so ein bisschen wie so fast schon Hilflosigkeit, so für so eine Sekunde. Da, so dieses so, wenn du von so Tragödien hörst, ne, so dieses dieser Moment von, ne, so halt, es ist nicht Schuld, mehr wie so vielleicht wie so Survivor's Guilt oder so, also so ein Gesichtsausdruck von, das ist wie gesagt auch nur so eine Millisekunde, wo ihr das seht, wo ihre Mundwinkel so runtergehen, dass sie da offensichtlich gerade ziemlich krasse Emotionen drumherum versteckt. Ihr wisst halt nicht, ob das was damit zu tun hat, dass die Nomaden ja, ne, sowieso schon im Konflikt mit den Prospektoren waren oder ob das was sehr Spezifisches hier war. Und ich schreibe jetzt mal ganz kurz was zu Marek. Im Geheimnis. So.
das ist das, was dir noch auffällt. Drei. Was? Nee, ich habe gerade einen Bug in meinem Chatfenster und ich dachte, vielleicht, wenn ich was schreibe, geht das weg, aber nö. Ja, vielleicht nochmal neu laden. Jo. Genau, sie sagt dann, ist jemand verletzt worden? Dem Patienten geht es mittlerweile besser. Er hat hervorragende medizinische Zuwendung bekommen zu einem Botpreis. Ich lieb's. Eigentlich müsste der Doktor mit so einem Werbeschild rumlaufen. Bring mich noch auf Ideen. Du siehst wirklich gerade, als es aus dem Patienten geht, inzwischen besser, wie ihr ganzes Gesicht so kurz absackt und sie dann sagt, wer? Dazu kommen wir sicherlich gleich. Mein Bruder ist da unten. Dem Bruder geht es gut. Und viele von meinen. Ist jemand von der Nebula Runner verletzt worden? Wer war das noch? Das war eigentlich jemand von der Station, oder? Die Nebula Runner, das sind die, das ist ihre Crew. Nee, ja. Der Verwundete. Achso, der Verwundete, das war ein Händler. Ihr wisst nicht, ob der von der Station war oder nicht, das habe ich nicht gefragt. Okay. Also, aber er war einfach nur ein Händler. Okay, bloß, dass ich Bescheid weiß. Von dem, was ihr wisst. Mhm. Ich glaube, du hast nicht gerade mit ihm Smalltalk gefragt. Nö. War eher nur so, ob ich da irgendwas gesehen habe, ob der mir eine Uniform anhat oder sowas in der Richtung, aber nö dann. Nö, der sah ziemlich normal aus wie ein Bazaar, also der hatte ganz normale Kleidung an, die üblich ist für so oft so Spaceports, wenn man auf solche Bazaare und Märkte geht. Das war jetzt nichts Ungewöhnliches. Okay. So Alltagskleidung halt. Jo. Wie gesagt, sie sagt dann, ist irgendwer von der Nomadenföderation verletzt worden? Schau zum Doc. Nein, handelte sich um einen Händler. Möglicherweise von der Station. Ich habe nicht genau nachgefragt, muss ich zugeben. Die Drohne gehörte Kadir. Ich lehne dabei lässig hinten an der Tür und sage dann, es gibt also jemanden, um den ihr euch viel mehr Sorgen machen solltet. Mich. sie sagt dann nur, Jalal war praktisch fast seit ihrer Ankunft hier. Ich weiß. Er war es also nicht. Er war es nicht. Aya, sagen Sie, was passierte in den 15 Minuten, als Sie Essen holen waren in der Bar? Ich bin nicht bis zur Bar runtergegangen. Ich bin nur auf den Bazar und dann wieder zurück. Mhm. Hab mich ein bisschen verquatscht. Ja. Nein, sind Sie nicht. Warum lügen Sie mich an? Wir haben die Kameraaufzeichnungen gesehen. Sie sind in den zweiten Stock. Mit wem haben Sie sich getroffen? Sie stoppt und guckt dich so ein bisschen an. Wirf bitte mal nochmal Empathy Observation. Ein bisschen unsicher würde ich meine Hand nah meiner Waffe unter der Jacke haben. Als irgendwer auf dumme Ideen kommt. Möchte noch jemand danke. Was zur Hölle? Zwei von zwei, oder was ist bei dir los? Dr. Ward, oh mein Gott. Was geht bei euch ab? Drei Würfel. Jetzt muss ich das ich hau auch ein. Alle außer dem Captain. Der Captain ist viel zu fokussiert auf das, was gerade passiert. Er hat gerade übelst auf Kommandieren geintern würfelt. Ja. Ich kopiere das jetzt. Ja, ich kopiere das jetzt nicht für alle einzeln und wisst bei euch das. Ich sag euch das jetzt einfach, weil das ist einfacher. Genau, Christian, Genau,
Der Captain scheint gerade ein bisschen zu fokussiert zu sein, sie in die Enge zu treiben mit den Infos, die ihr habt. Das passt ja auch sehr gut zum Ton, den der Captain gerade angeschlagen hat. Was ihr alle drei seht, ist, dass in dem Moment, als er sie so praktisch so zur Rede stellt und so dieses, warum lügen sie mich an, seht ihr, wie ihre ganze Körperhaltung sich versteift und sie nicht nur ertappt aussieht, sondern auch ernsthafte Sorge über ihr, fast schon Angst über ihr Gesicht ganz kurz drüber flickert. Und Dr. Ward und Marek, was ihr seht, noch zusätzlich, ist, dass ihre Augen so durch den Raum flickern. Fast schon, ne, so als würde sie, ihr guckt so hinterher und seht, wie ihr Blick kurz zu so einem Lüftungsgitter fliegt. Und dann zu dem Schreibtisch mit der Ladestation und sehr spezifisch sogar zu der Pflanze, die da auf dem Tisch steht. Ich glaub, der und ihr seht das einfach so, wie ihr Blick so hin und her fliegt, also ganz kurz. Okay, ich glaube, der Doktor würde einfach mal so völlig gelassen in Richtung dieses Schreibtisch schlendern. Vom Weitem erstmal so, wenn ich so an der Tür lehne und zum Lüftungsgitter rüber gucke, sieht das so aus, als sieht man da irgendwie Kratzspuren oder so, als hätte man das ab und zu mal abgenommen und wieder rangemacht oder so? Würfel mal normales Observation plus 2. Extra. Observation plus 2. Ich schreib dir kurz was. Ich sollte vielleicht auch hinschreiben, wen ich anwisper, ne? Das wäre, ja, hilfreich. Ja. Wenn es das denn auch nehmen möchte, eine Sekunde. Wenn die Person möchte ich das gerne schreiben. There we go. Doktor, du schlenderst zum Schreibtisch. Mhm. Ich würde mir mal die Pflanze anschauen, die da steht, wenn sie da schon so hingeflickert hat. Würfel mir bitte auch mal einen Observation-Wurf plus 2, weil ihr es mitgekriegt habt. Observation plus 2. Ja, das nenne ich mal einen Critical Success. Okay. Als du an den Schreibtisch rantrittst und dich da so wahrscheinlich so gegenlehnst, so unauffällig und da reinguckst. Captain, du siehst, ne, so, als sie gerade so, ne, so, ne, so ins Stocken gerät, um dir zu antworten und dann der Doktor an dir vorbeizieht, siehst du, wie ihr Blick dem Doktor folgt. Doktor, als du dir die Pflanze ansiehst, siehst du erstens so innen an den Topf, ne, so als du dich so ein bisschen zur Seite lehnst und da so reinschielst, siehst du, dass da ein kleiner schwarzer, so Knopfgröße, so was kleines Schwarzes innen in den Topf geklebt ist. Und weil du einen Critical Success hast, siehst du außerdem, dass irgendwas ist, du würdest sagen, verbrannt worden. Da ist Asche in dem Pott. In dem Pott? Die da nicht drin sein sollte. Ja, ja, so auf der Erde so drauf, so ein bisschen so damit vermischt. Aha. Als hätte das da jemand reingekippt.
Normalerweise hättest du wahrscheinlich gedacht, dass jemand geraucht hat und da vielleicht reingeascht hat. Mhm. Aber unter den Umständen und wie seltsam sie sich benimmt, fällt es dir so ein bisschen auf, dass es mehr ist als nur von... Also da würden dann ja auch Zigarettenstummel drin liegen. Ja, genau. Ich würde mal diesen Knopf, oder was das ist, da ab... Das ist dran geklebt, ja? Ja. Okay. In dem Moment, wo du, wenn du danach greifst, siehst... sieht der Captain, wie sie so nach vorne zuckt und so, nicht! Nur so dieses, nur so den Captain ansieht und zu, nur so und dann sagt... Ich nicke ihr zu und schaue zu den anderen und sage, in, komm, Amajani, Tigelmann, Ausgänge sichern. Ja, mach da. Ja. Damit meine ich nicht die Tür hier, damit meine ich dort. Ich würde mich Richtung Feuertreppe begeben. Mhm. Das Mädel guckt total aufgeregt, die so, oh, Dinge passieren. Ich rufe wieder. Und ich würde sagen, auch inkommen, ich glaube, im Lüftungsgitter ist eine Kamera oder sowas, da hat irgendetwas reflektiert. Ich rufe den Fahrstuhl und wenn die Fahrstuhl öffnet, stelle ich mich so in die Tür rein, damit die Tür nicht zugeht. alle paar Minuten macht die Tür so ein... Alle paar Minuten macht die Tür so einen verzweifelten Versuch zuzugehen. Donk. Wie wir das immer tun. So Donk. Dieses, no, I Donk. Want to close, please. nee, es gibt tatsächlich nur die Nottreppe und den Aufzug. Gut, dann ist alles gut. Ja, und sie guckt halt so. Ich find's großartig, dass ihr da instant drauf gestoßen seid. Sie, ja, sie guckt hochalarmiert und du, Captain, du siehst, dass sie was sagen will. Ne, zu Ward. Aber sich das so verkneift und dann dir wieder ins Gesicht schaut, den anderen hinterher guckt, als sie den Raum verlassen. Und sie dann sagt, sehe ich aus, als ob ich wegrennen will? Wer hört denn zu? Nur vorsichtshalber. Und ich würde Wort zunicken und sagen, inkommen, schauen Sie sich das mal an. Beim Schacht. Natürlich. Ich würde trotzdem erstmal diesen Knopf da rauspulen. Mhm. Lassen Sie den Knopf, wo er ist. Na gut, dann halt Schacht. Ich würde mit gezogener Waffe, aber unter der Jacke versteckt, hoch zum zweiten Stock gehen und die Tür sichern. Mhm. Was würde Ihre Crew davon halten? Also, sag ich so laut und würde meine Tabula rauskramen. Und die in die Hand drücken mit einem Schreibprogramm. Mach bitte mal einen. Oh, was wäre denn das? Das ist ja so Richtung Stealth, wa? Dass du das so aus dem Winkel von der Kamera machst. Oder ja. Was ihr vermutet, ja, was eine Kamera ist. Infiltration wahrscheinlich, ne? Ja, das wär Infiltration. Oh, jetzt gleich angespannte Situation. Da ihr wisst, wo die Kamera ist, gebe ich dir mal ein +1 dafür. Oder, na, die Kamera, die hat einen sehr klaren Winkel, also die bewegt sich auch nicht oder so. Ich gebe dir mal +2. Oh, Weil du genau weißt, wo die ist. Es ist nicht so ein, die ist irgendwo im Raum, sondern ein, jupp. Ja, es ist doch wohl nicht wahr. Christian. Oh, Rete, möchtest du... Die Götter sind vielleicht mit uns. Die Kronen! Wollte gerade sagen. Der Spieler oder so. Also. Ah! Captain, mein Captain, Sie sind so auffällig. Ich habe 12 Würfel geworfen und nicht eines. Das ist auch. Ich schreibe mir das mal auf, wa? Er holt so sein Tablet raus. Das fällt so runter. Sagt diesen coolen Spruch, es fällt ihm fast aus der Hand. Oh mein Gott. Ich muss mir mal kurz was aufschreiben. Ist nicht zu fassen.
Ich muss es eben nur kurz notieren, damit ich das nicht vergesse bis zum nächsten Mal. Ich kenne mich. Ja, du ziehst das Tablet raus, aber du hast die Befürchtung, dass deine Armbewegungen halt, ne, zu offensichtlich waren. Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, unauffällig zu schreiben. Oder nicht sichtbar zu schreiben für die Kamera, selbst wenn wer auch immer da drauf ist, ist weiß. Okay. Was hast du das letztens zu ihr gesagt, das, was ihre Crew darüber denken soll? Ja, ja. Das. Ja. Der sie sagt dann einfach nur, meine Crew hat damit gar nichts zu tun. Ne? Und sie spielt so weiter, weißt du, so defensiv und fängt an, mit sehr schmalen Bewegungen auf dem Tablet halt zu tippen. Möglichst unauffällig. Und hält das so ein bisschen so zwischen dir und der Kamera. Ich würfel mal für sie. Mal gucken, wie sie so drauf ist. Ja, bitte. Ich würde mich ja noch davor vorstellen, denke ich. Also zwischen Kamera und... Also vor den Lüftungsschacht stellen. Er lehnt sich so an den Lüftungsschacht. Ich weiß ja nicht, wie hoch ist der Lüftungsschacht? Der ist relativ hoch. Der ist halt, also der ist halt so, so knapp unter der Decke. Also du müsstest halt wirklich schon... Also so, der ist so über Kopfhöhe. Du müsstest halt schon dann auf den Stuhl klettern, um davor zu sein, so, hi! Ich meine, ich könnte mich auf den Stuhl stellen und dann die Kamera meinen Hinterkopf filmen lassen. Das möchte ich gern sehen. Ja, ich glaube, das macht er das tatsächlich. Oder ist das so ein Besen oder so, den du so nehmen kannst? Jetzt, ich soll direkt vor der Kamera hin Fischaugen Objektiv. Also. Alle sind grauenhaft heute. Was ist das denn? Roll20 is bullying me. Und sie hat gar nicht mal so wenig Würfel, vor allem weil sie auch weiß. Ja, wir haben gerade 19 Würfel gewonnen. Eine 6. Wir hatten dann, und vor allem 3 Einsen, was ist denn hier los? Leider kann ich nicht zu den Ikonen beten. Und ich gebe jetzt keine Finsternispunkte aus, damit NPCs besser werfen. Das wäre der Moment dafür. Wenn ich nicht wandern. Der einzige Moment dafür. Ja, sonst hast du nie. Sie tippt, aber du merkst ein bisschen, dass ihre Finger zittern, als sie es tut und es dir so rüberreicht. Sie hat ja natürlich euer Kommen nicht gehört. Du kriegst in relativ grob geschrieben, werden beobachtet und belauscht. Ach. Und obvious. Ja, sie kann euch ja nicht. Sie ja, kann, so sie wie weiß wir jetzt ja reagieren, nicht, was wir gesehen und gehört. Dachte, ja. Der Punkt klar ist. Nein, das sind halt die beiden obersten. Ja. Ne? Auch mit diesem Kamera, Lüftungsschacht. Wie heißen die Dinger denn? Mikrofon? Nee, nicht Mikrofon, da gibt es ein Wort für. Wanze. Wanze in. Ne? Und dann sagt sie Wanze im Blumentopf. Ne? Und ne, so. Nochmal, das ist oben nur so als Bestätigung, ne? Dann schreibt sie drunter. Wie würde sie das sagen? Sie schreibt da drunter, könnte Fluchtversuch faken. Ne, so dieses unpraktisch, ne? Aus dem Raum zu kommen. Oder Fluchtversuch faken, Fragezeichen, schreibt sie wahrscheinlich. Unten drunter und reicht das dann dem Captain. Ja, das siehst du dann. Ich stecke die Tabula wieder ein. Überkommen zu Wort. Zu Dr. Ward. Dr. Ward. Ja, jetzt höre ich dich. sie wird einen Fluchtversuch starten, damit wir aus dem Raum kommen. Mhm. Also lass sie raus. Okay. Und ich nicke ihr und also dezent zu. Ja. Bevor das passiert, Marek, du bist ja nach oben gegangen und Hans ist ja bei dem Fahrstuhl. Bei dem Fahrstuhl. Für euch beide. Ich hätte ganz gern Hans, würfel mal für mich einen
so während du da so stehst und nur so die Tür so aufhältst und nur so ein bisschen wartest, weil du ja ne, so auf Standby gerade bist, und dir so ein bisschen so die Umgebung anguckst, würfel mir mal einen, oh, was wird das sein, einen Technology-Wurf. Okay. Ein Erfolg. Nice. Während du da so stehst und wartest und so ein bisschen so hörst, dass die reden, aber halt ne, nicht so die Details mitbekommst, weil es ist ja ein Stück den Flur runter, guckst du dich so ein bisschen um, ne, Blick gleitet so, du hast gerade wieder dieses Tonk, als die Tür ne, so wahrscheinlich gegen dein Metall, so gegen deine Metallhand so versucht zuzugehen und dann wieder aufgeht. Ich bin mir grad vor, in Verzweiflung. Ich bin gerade vor, dass die ganze Zeit aus dem Fahrstuhl so Fahrstuhlmucke so dim, 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 dim. Ding, 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 ding. Aber da habe ich irgendwie Fahrstuhlmusik. Damit fangen wir jetzt nicht an. Ja, und du stehst da und guckst dir das so an und dein Blick gleitet so ein bisschen rum. Und dann realisierst du, dass jemand, die, also dass das an dem, weil hier ist ja auch so ein Kartenleser-Pad an der Notfalltür, ne, damit man da nicht einfach so reingeht. Mhm. Und es ist kaum sichtbar für andere, aber für ne, so für jemanden, der halt ein geschultes Auge für Technik hat, du siehst, dass da irgendwas mit gemacht wurde. Also ne, so die, ne, weil das ist ja so in die Wand verschraubt und wenn du das halt, nachdem das da sehr lange gehangen hat, abmachst und wieder dran schraubst, du siehst halt, da ist auch so dieser orangene Farbstreifen, dieser Lackstreifen dran langgezogen worden. Und du siehst halt, dass der Lack da teilweise dieses Orange so abgeschliffen ist, als hätte jemand das abgeschraubt und wieder dran geschraubt oder vielleicht die Verkleidung abgeschraubt oder wieder dran geschraubt. Vielleicht so, wenn Schrauben lange nicht benutzt wurden, die kriegen ja auch so eine leichte Patina und wenn man dann mit Schraubenzieher dran kann, dann glänzen die an der Stelle und so. Genau, und du siehst das halt so, dieses, und bist so, ha. Huh. Ne, so, und hast du so einen Moment von, ne, so von so, gerade weil du ja auch gerade erst die Drohne auseinandergenommen hast, so ein bisschen dieses Déjà-vu von, wenn ne, so Sachen, an de, ne, so die länger nicht, ne, so genau das halt, ne, dass dann die Patina ab ist. Und so, deswegen fällt es dir vielleicht auch auf. Ne? Und du siehst, dass da so ein bisschen der Lack um das Ding rum abgeplatzt ist und so ein bisschen, oh. Da wurde definitiv was mitgemacht. Ja. Das gebe ich so weiter in unserem Kommunikationsnetzwerk. Hat sich jemand schon seinen Fluchtweg vorbereitet? Irgendjemand hat an dem Kartenlesegerät rumhantiert. Und ich würde nicht in den zweiten Stock gehen. Zu spät. Ich weiß. Marek, würfel mir doch bitte nochmal einen... Was wäre das in diesem Kontext? Gerade mit dem Wissen, das ihr habt. Würfel mir doch nochmal einen Observation-Wurf, einen ganz normalen. Ganz gerne normal. Mit einer plus 1. Oh, ich bin. Ja. Ja, du stehst oben, ne, und es wirkt erstmal nichts Ungewöhnliches. So ein Zimmer. Sieht praktisch identisch aus wie in dem anderen. Der einzige Unterschied ist, dass der Farbstreifen gelb ist. Wahrscheinlich, damit du immer weißt, in welchem Stock du bist. Haben die wahrscheinlich verschiedene Farben. Ja, aber diese Feuertüren, da kann man nicht durchgucken. Also die sind nicht irgendwie mit Glas, das ist alles zu. Das ist zu. Währenddessen, unten im Zimmer. Sie, ne, so, ihr habt so ein, ne, so, sie fängt an, so ein bisschen ne, so irritierter auf dich einzureden. Ihr habt so ein kurzes Streitgespräch in Anführungsstrichen. Ja, das eskaliert richtig. Ja. Geborene Schauspieler. Beide. Da ihr das zusammen macht und euch praktisch gegenseitig dabei unterstützt, hätte ich ganz gerne mal ist das Infiltration oder Manipulation? Manipulation wahrscheinlich eher, weil es ja so Schauspielerei ist. Und da ihr euch da gegenseitig ja hochspielt und das ja so ein bisschen abgesprochen ist, kriegst du einen plus 1 Bonus in Soshi. Ja, da wollen wir mal, wa? Ja! Ja, guck. Das geht doch. Das lange mal wieder eine 6, wa?
Ach nee, ja, ja. Diegelmann, ja, der auch. Diegelmann. Diegelmann. Sie hat auch einen. Nice. Ja, und sie ist dann halt so: Ziehen Sie meine Crew da nicht rein! Und ihr beiden fangt euch an, so richtig so anzuzicken. So richtig. Sie wird richtig laut und wütend und so standoffisch. Und es gibt dann irgendwann diesen Punkt, wo sie die Waffe zieht. Was du aber siehst, ist, dass sie die Sicherung nicht enthebelt. Mhm. Und die halt auf dich richtet und dann zurück! Ja, also der erste Moment, so zucke ich in Richtung meiner Waffe und dann hebe ich langsam die Hände. Und sie dann so, weg von der Tür! Doktor, tun Sie, was sie sagt. Ich hebe auch meine Hände und schimmi so von der Tür weg. Sie, sie schiebt sich so an euch vorbei, der Raum ist ja nicht groß, ne? Und schiebt sich so rückwärts durch die Tür und flieht in den Raum und rennt ziemlich laut, das hört ihr so, ein ganzes Stück von der Tür weg. Hans, was du aber siehst, ist, sie rennt halt den Flur ein ganzes Stück runter und bleibt dann da aber ne, so praktisch und sozusagen bleibt da stehen, weißt du, sobald sie weit genug weg ist von der Tür. Ja, na, ich ziehe meine Pistole und renne hinterher. Du siehst sie, ne, so sie hat so ein bisschen, da gibt es so eine Kurve in der in dem Flur, ne, also so eine Abzweigung und da wartet sie sozusagen so ein bisschen. Du kannst sie sehen. Sie hat sich da so halb hintergelehnt. Hat eigentlich irgendjemand schon mal Bescheid gesagt, dass da eine Kamera ist? Das hatte Marek durchgegeben. Ja, okay. Ich würde mal an den Lüftungsschächten hier gucken, ob da umhantiert worden ist. Mhm. Wer sagt, dass es nur eine Kamera ist? Das dachte ich mir auch schon. Ja, Technology, da ihr Bescheid wisst, dass es Kameras gibt, plus 2. Ui, okay. Weil du das so das Blinken von Kameras und so dann erkennst sozusagen. Eine Linse, sagen, die macht Blinken, Blinken, blink, alles ist vergessen. Alles klar. Ich finde, für Hans macht das sehr viel Sinn, dass der da Technology drauf würfelt, ob er Kamera, so die Kameralinsen sieht und erkennt. Achso, Cancel. Ups. Und plus 2. Plus 2, ja. Ich finde es gut, dass ihr da instant drauf gestoßen seid. Großartig. Enjoy. 2 Erfolge. Du checkst die Luftschächte, die sind so in so größeren Abständen und von dem, was du sehen kannst, ne, so gerade wenn du dich, ne, so, weil da ja das Tobavo losbricht und obwohl ihr ja gewarnt worden seid, ne, so, ihr spielt ja sozusagen mit, rennst du ja wahrscheinlich auch so in die Richtung, um das ein bisschen mitzumimen, und du siehst, dass in dem Schacht, in den Schächten, die zum Aufzug führen, welche sind. Aber sobald du das Zimmer passt, in dem sie drin ist, ist da nur noch eine und dann in dem nächsten ist keiner mehr. Okay, also sind die jetzt außerhalb Sichtweite? Ja. Okay. Du denkst, sie müssten weit genug weg sein. Also du kannst jetzt die Kameras halt nicht checken, ohne es, wenn jemand diesen Footage checkt, das sofort mitbekommt. Ihr wisst ja natürlich nicht, ob jemand aktiv guckt, aber falls jemand aktiv guckt, so wäre es sehr auffällig. Du weißt deswegen nicht, ob da Mikrofone dran sind, aber da sind auf jeden Fall Kameras. Mhm. Ja, im Lüftungsschacht ist noch eine Kamera. Sag ich. Zwox. Ja, da sind insgesamt noch 2 weitere, die halt in Richtung Aufzug führen, aber in die andere Richtung scheint es frei zu sein, als du weiter rennst und mitfakest, ja. Die Verfolgung ist durchzuziehen. Ist ja außerhalb der Reichweite? Ja. Müsste also frag ich. Tiedelmann, genau. Achso, müsste. Okay. In Ordnung. Ja, nein, dann spielen wir das Stückchen noch weiter, bis alle außerhalb von Kamerareichweiten sind. Alle was, spielen einmal mal. Was macht die Hotelierdame? Die sieht das nur, guckt schockiert, vor allem, weil da mit Waffen gezogen wird. Und das Erste, was passiert ist, sie macht so Schritte rückwärts, sieht Hans wahrscheinlich auch, ne, losziehen und Hans sieht sie halt nur so dieses Nope, 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 Nope.
so langsam rückwärts Richtung Aufzug flüchten. Wahrscheinlich, weil sie nicht in einen Schusswechsel verwickelt werden möchte. Ja, was kann ich nachvollziehen. Also ihr seht, wie sie halt zurückstolpert. Football Tackle, nein. Okay. Ja, na, wenn sie dann irgendwann anhalten sollte, dann kommen wir da auch langsam zum Stehen. Ja. Und du siehst nur, wie sie so ein bisschen angespannt ausatmet. Und dann nur so ist so. Sorry, hatte nicht gerade eine Wahl. Ja. Wer ist dafür verantwortlich? Ich kenne seinen Namen nicht. Okay. Und sie atmet so ein bisschen zittrig aus und dann. Gibt's hier ein Fenster oder so? Nein. Hm. Es gibt keine Fenster. Und dann sagt sie, ja, wie gesagt, relativ zittrig, dann nur so. Bin erpresst worden. Ist aufgetaucht. Wusste Sachen, Namen, Standorte. Was hast du getan? Oder was haben Sie getan? Er ist ja immer so höflich. Ja. Sie sagt nur. Er hat mir ein Outfit dagelassen, Lederjacke, so ein Helm. Und dann bin ich runter. Er hat mir gesagt, ich soll. Er hat mir schon vor Tagen eine Nachricht zukommen lassen mit all dem. Und dann hat er gesagt, wir treffen uns hier im Hotel. Also habe ich Jalal angelogen, bin nach oben in den zweiten Stock, habe ihn getroffen. Er hat mir die Sachen gegeben, hat mir gesagt. Gesagt was? Ich habe nur Bote gespielt. Mir wurde ein Stick gegeben, den ich Saat aushändigen sollte. Geheim. Und sie guckt dich ein. Nis und sie guckt einfach nur zwischen euch hin und her. Ich wusste nicht, dass. Ich weiß nicht, was da drauf war. Aber wurde das Stick übergeben? Ja, ich bin nach unten in Outfit und sie, ne, so, sie sagt in Helm und Jacke. Und hab ihn Saat übergeben und hab wie Anweisungen, also sie sagt, er hat mich angewiesen zu warten, bis er es gelesen hat. Ihn notfalls bedrohen, falls er sich nicht dran hält. Ich nehme an, Saat war ziemlich entsetzt. Sie nickt. Ich habe nicht gesehen, was in der Nachricht war. Mir wurde nur gesagt, im schlimmsten Fall soll ich ihn bedrohen und ihn erpressen, bis er drauf eingeht. Zweiter Stock, welches Zimmer? 214. Das sind nur, die sind immer so 1,35, 2,14 und so mit dem Stock sozusagen als erste Nummer. Mhm. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht, dass sie ihn dazu zwingen würden, meine Leute anzugreifen. Du siehst wirklich, also wirklich echte Bestürzung in ihrem Gesichtsausdruck. Ja, das muss ich dachte, dass sie. Ich dachte, dass es vielleicht, ich weiß nicht, Blackmail ist. Dass sie erpressen oder, keine Ahnung, eine Drohung. Mhm.
Ich wusste doch nicht, dass sie... dass er die Drohne in den Basar fliegt. Das wusste ich nicht. Ist irgendwas was Auffälliges gewesen? Irgendwas in dem Zimmer? Irgendein Mannerismus, den er gemacht hat? Irgendetwas? Du siehst, wie sie überlegt. Nur so, und ihre Augen sind hinterher flackern dann. Du siehst, wie sie ernsthaft darüber nachdenkt. Und dann sagt er, ein bisschen größer als ich. Ich würde sagen, ein Mann. Von der Art, wie er sich bewegt hat und von der Art, wie er geredet hat. Ja, du siehst, wie sie so ihre Gedanken durchforstet und dann sagt, er hat immer so, er war so, sie hebt so ihre Hände und sagt, er hat sehr theatralisch geredet, ein bisschen sarkastisch, er hat sehr viele Handgestiken benutzt, sehr so, ne, so, und sie macht so ausschweifende Bewegungen mit ihren Händen und sagt, so ein dramatisches und sarkastisches Arschloch. Der Zwillingsbruder vom Chef. Was? Nein, und sie sagte nur, ihm schien das Ganze Spaß zu machen. Sadistisch wahrscheinlich auch noch, wa? Ich weiß nicht, für wen er arbeitet. Aber er hatte irgendwo... Er hatte Informationen... Und sie sagte fast wie ein Dossier über mich, über die Leute, die mir wichtig sind und wo sie sind. Er hat gesagt, wenn ich die Nachricht nicht überbringe, dann tötet er nur Ruhl. Wusste er von Jalal? Ja. Oder selbst wenn er es nicht wusste, dann weiß er es allerspätestens jetzt. Hat er Jalal erwähnt? War es in dem Dossier? Du siehst, wie sie überlegt und dann... Ja. Team, Statusbericht, wo sind alle? Hinter dir. Neben dir. Dreh mich um. Schau euch an. Deine Fistbombe. Schüttel den Kopf und warte darauf, dass einmal Jadi sich regt. Flo. Was war? Status beruhigt, wo sind alle? Ja. Du warst ja, glaube ich, oben im zweiten Stock. Im zweiten Stock und stehe vor der Feuertür, die ich ja nicht aufkriege von der Seite. Ja, gibst du das dem Captain weiter? Das war die Frage, weil der Captain abgefragt hat, wo alle sind. Ja. In Ordnung. Zweiter Stock, ich warte und langweil mich. Ich gebe über die, das kommen kurz eine Zusammenfassung der Infos, die wir bekommen haben, am Al-Wajani weiter. Und meine dann, Zimmer 214. Wird wohl Zeit, dass wir das stürmen und uns mal ansehen. Ja, doch. Was ist eigentlich mit der Rezessionistin, die dabei ist? Die war ja geflüchtet. Ach so, okay. Die war ja Richtung Feuertreppe und Aufzug geflüchtet, als Waffen gezogen wurden und Leute rumgerannt sind, weil sie so, okay, nope. Zu viel Aufregung für einen Tag. Ich möchte wieder zu meiner Rezeption zurück. Okay, dann gehe ich mal. Geht die Feuertür nicht von innen auf? In den Flur rein? In den Flur rein, ja, aber nicht von außen auf, sozusagen. Also das geht nur, wenn es einen Notfall gibt.
Also er würde vom Flur aus zu mir kommen, ich komme aber von dem Treppenhaus nicht in den Flur zu ihm. Also zu den Zimmern. Dann müssen wir den Fahrstuhl nehmen. Aber was? Wir können die Karte von der Bediensteten, von der Angestellten nehmen. Ja, ich kann auch die Tür aufmachen. Es ist andersrum. Genau, müsste andersrum sein. Solange es kein Notfall gibt, kann man nicht aus den Fluren, wo die Zimmer sind, auf die Notfalltreppe. Die geht nur auf, wenn halt ein Alarm sozusagen schrillt. Also kann Al-Marjani durchaus schon in den Flur rein, wenn er möchte. Ja, dann wäre ich schon. Aber Al-Marjani soll bitte bedenken, dass da wohl auch Kameras sein können. Und Waffen. Oh. Trotzdem, Ziegelmann, könnten Sie nochmal schnell runtergehen, zum einen fragen, Zimmer 214, wer das gemietet hat, und die Karte holen? Sicher. Der Rest geht schon mal nach oben. Ich jogge. Und ich mit meiner Pistole im Anschlag und würde aber gerne Aya mitnehmen, wenn sie da das in Ordnung findet. Und ich dreh mich zu ihr und sage, kommen Sie mit? Zimmer 214? Sie nickt. Und du siehst halt, wie sie an ihre Hüfte greift, wo sie auch eine Waffe hat. Du merkst auch so an ihrem Outfit und was sie so anhatte. Sie saß wahrscheinlich in ihrem Zimmer in voller Klamotte ready, ne, so sich aufzumachen. So ein bisschen dieses, ne, so wahrscheinlich war sie entweder im Begriff zu packen oder ne, so und sich ihrer Crew wieder anzuschließen. Oder alternativ, falls irgendwas schiefgelaufen wäre, wahrscheinlich entweder sich verhaften zu lassen oder wegzurennen. Ja. Je nachdem. Das Verhaften lassen wäre ja dann jetzt gekommen. sie nickt. Und, ne, und du hast ja gesehen, dass sie eine Waffe hatte. Sie hatte die ja gezogen, um euch zu erschrecken. Und ja. Du siehst halt, wie sie nickt. Die Sicherung ist noch drin, aber sie hat halt den Finger auf der Sicherung. Um die zu entsichern, sobald ihr näher rankommt. Ja. Währenddessen, Hans, du gehst nach unten, die Rezeptionistin sitzt, sie ist versteckt hinter der Rezeption, du siehst so, wie sie so über den Rand linst, als du runterkommst im Stechschritt. Schnell, 214, wer? Moment, und sie nur so fingert so nach dem Tablet und fängt dann da drauf rumzutippen und dann... Ich hoffe, ihr habt da oben nicht rumgeballert. Noch nicht, kommt gleich. du siehst, wie sie ganz schnell drüber swischt und dann ist leer. Das hat gerade niemand. Dicke Hölle. Captain, angeblich ist das Zimmer leer. Schlüssel her, los, hopp. würfeln wir doch mal. Was nehmen wir da? Command plus 2, weil sie jetzt Schiss. Klar, Command. Kann ich nicht. Command and Conquer? Command and Conquer. Command darf ich nicht würfeln. Ah, darfst du nicht. Ah, shit, das ist einer von denen, die man nicht darf, ne? Dann würfel auf Manipulation plus 2. Okay. Was? Moment. Was? Hä? Einer als 1. Rolling 2d6 instant. Hast du was in? Ja, also kleiner als 2 kann er nicht sein, wenn er plus 2 schon bekommt und mindestens 1 für Attribute bei ist. Ja. Ist da irgendein Mali bei dir drin oder hast so? Du aus Versehen bei negativ was eingetragen? Ja, zwei gewürfelt. Positiv? Lol, ja. Hier oben. Roffel. Ja, nee, ich habe da nichts eingetragen, aber auf einmal steht bei mir negativ minus 4. Ja, ich würde sagen, gibt's Sinn. Würfel normal. Wir haben ja. technische Abenteuer. Du hast auf jeden Fall einen Erfolg. Wir gucken halt. Also, weil du hier gerade einen gewürfelt hast mit dem Dings hier. Jo. Aber wir gucken mal. Falls das Ergebnis besser ist, nehmen wir dann das. Also, ich müsste eigentlich... Warte, was ist das? Empathie, ne? Ja. Eigentlich müsste ich 4 Würfel haben. Ja, dann kannst du nochmal 2 extra Würfel. Oder nimm das negativ raus und dann... Ja, ich hab's rausgenommen. Ja. Also... Na, eigentlich hat er doch jetzt 4d6 gewürfelt.
Stimmt. 5, 5, 3, 6. Ja, guck, hast du einen Erfolg. Das ist immer. Ja, sie, ihre Hand zittert so ein bisschen, aber dann händigt sie dir die Karte aus. Das geht überall einfach. Ja, Hans nimmt die Karte und sprintet die Treppe hoch. Während du hochrennst, sagst du, die brauche ich aber später wieder. Schauen wir mal. Du rennst die Treppe hoch und kommst relativ schnell, weil jetzt kannst du ja auch einfach die durchziehen, um durch die Feuertreppe zu nehmen, wenn du nicht den Aufzug nehmen willst, und kommst relativ fix im zweiten Stock an. Ich rufe noch hinter, schalten Sie den Fahrstuhl aus. Oh, okay. Zum Glück sind wir nicht im Fahrstuhl. Jetzt los. Was ist das? Wie war das? Haben Sie was mit dem Fahrstuhl gemacht? Nein. Ich würde übrigens Aya von hinten in Anführungsstrichen mit der Waffe bedrohen, damit wir so lange wie möglich den Kamera-Schein aufrechterhalten. Ja, außer, für die sieht es halt so ein bisschen so aus, ne, als du in den Fahrstuhl trittst und so mit ihr, ne, und sie händigt dir dann für den Moment auch die Waffe aus, ne? Ja. Und hat dann sozusagen, ne, so Hände hinterm Kopf, ne, so dieses klassische, und geht halt vor euch her. Mit einem so frustrierten Gesichtsausdruck, wie sie kann. Und sobald ihr im Fahrstuhl seid, fahrt ihr rauf. Und dann kurz danach seht ihr, als ihr oben ankommt, wie der Fahrstuhl, ne, so wie die Tür von der Feuertreppe aufgeht, Hans durchkommt und in dem Moment die Lichter vom Fahrstuhl ausgehen. Ich sehe das, schau zu Tiegelmann, nick ich ihm stolz zu. Anerkennend. Hier ist die Karte. Oh Gott. So viel Sport hat er schon lange nicht mehr gemacht. Das waren zwei Stockwerke, Tiegelmann. Zwei Stockwerke. Runter und hoch. Runter und hoch. Wir können später streiten. Die Tür 214. Vorher bitte auf Sprengfallen prüfen. Klar, Chef. Tiegelmann, Dr. Wort. Technology. Technology. Nee, warte mal. Nee, Technology habe ich gar nicht. Ich habe einen Bus Data Gen. Oh, dann tue ich ja, mit. Gucken. Kann Tiegelmann ja. Kann Tiegelmann Technology? Ich und. Oh, Tiegelmann. Doch, ich habe Technology. Naja. Doch, eins habe ich. Naja, dann können wir doch. Gucken wir alle. Können wir hier gucken. Naja, dann stehen so ein paar Leute um die Tür, der Rest steht mit gezogener Waffe vor der Tür. Sprengfallen, mein Spezialgebiet. Ihr checkt das so ein bisschen, alle drei realisiert ihr ziemlich schnell, ne, so wenn ihr so die Tür vorsichtig abklopft und abtastet und sowas, ne? So dieses und daran lauscht. Ihr realisiert ziemlich schnell, irgendwas ist off, ne, so wenn man da so ganz vorsichtig so gegenklopft, dann merkt man an einer Stelle, es ist ein bisschen dumpfer. Für Hans. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen, weil ich weiß, was für eine Info du kriegst. Ich überlege nur gerade, wie du sie kriegst. 2 Kilogramm Sprengstoff. Bestandteile sind wie voll. Nochmal kurz. Schnuppert kurz in der Tür. Ich drehe mich um. Es ist absolut sicher. Nachhinein, mal Jamie. Er lässt mich nicht. Absolutes Misstrauen auf allen Ebenen. Good Lord. Okay. Wie mache ich das? Wie erkläre ich das am besten? Hörst auch das dumpfe Klopfen, ne, so an der Tür und realisierst, dass da wahrscheinlich irgendwas, weil ihr habt ja gesehen, wie die Türen eigentlich aussehen, weil ihr ja in Ayas Zimmer wart. Mhm. Du merkst, dass da irgendwas halt von innen gegengeklebt ist, das merkt ihr alle. Was du realisierst, ist, wenn du das so ganz vorsichtig, weißt du, so abklopfst, wie groß das ist, dass das eine sehr ähnliche Größe hat, wie das, was ihr in der Drohne gefunden habt. Geh was so weiter. Also scheinbar haben wir
Das ist ein klares Anzeichen, dass derjenige die Drohne manipuliert hat, hier ist oder gewesen ist, weil dieselbe Art von Sprengstoff in der Wand, in der Tür hier verankert ist. Haben wir eine Möglichkeit, das auszuschalten? Von außen? Ich hole meine Säge. Eine schnelle Möglichkeit? Ich habe eine Säge in der Hand. Oh. Sagen wir mal, mit dem Critical Success, ja. Du glaubst tatsächlich, sie ist auf jeden Fall nicht erschütterungsempfindlich, weil dann wäre sie wahrscheinlich schon hochgegangen, weil ihr dagegen geklopft habt. Du gehst davon aus, wahrscheinlich, wenn man die Tür aufmacht, dass da wahrscheinlich irgendeine Art Lasersensorik oder irgendwas ist, ne, das wahrnimmt, dass die Tür sich öffnet und das wahrscheinlich dann den Sprengstoff auslöst. Du könntest halt versuchen, tatsächlich, das ist kein Scherz, halt die sozusagen von hinten entweder an die dran zu kommen, also durch die Tür, blöd gesagt, da dran zu kommen. Was ist das eigentlich für eine Tür? Es ist eine relativ simple Metalltür, das ist jetzt keine Hochsicherheitstür oder so. Die hat halt einen Kartenleser. Okay, es ist keine amerikanische Papptür, okay. Wo man durchgreifen kann, meinst du? Obwohl für deine Faust ist es das wahrscheinlich so oder so. Also es ist kein dickes Material. Die Tür ist dick genug, dass du da nicht einfach, weißt du, so durchrennen kannst, aber mit genug. Mit der richtigen Mechanik oder dem richtigen Werkzeug kommst du da, kannst du da definitiv ein Loch reinschneiden oder. Auf welcher Höhe ist die Bombe so ungefähr? Ungefähr auf Kniehöhe. Okay, und ich gehe davon aus, wahrscheinlich, dass dann der Sensor auf derselben Höhe ist, ungefähr, oder? Ja. Okay. Weil du sonst nirgendwo irgendwelche Unterschiede erklopfen kannst oder ähnliches. Dann würde ich so ein Knie so über so ungefähr Hüfthöhe anbringen an der Tür und wir dann mit meiner mechanischen Hand so oben an die Tür greifen, wo die ins Scharnier geht und würde versuchen, die so einmal umzubiegen ab der Stelle, wenn das geht. Ja. Unser Dosenöffner. Ich würde mal behaupten, das Force wahrscheinlich? Okay. Question mark? Also Kraftakt klingt sehr passend. Das klingt wie ein Kraftakt für mich. Marek fängt also stark an zu schwitzen, weil er zum einen die Tür im Auge behalten muss und daher nicht sich weit wegbewegen darf und gleichzeitig Angst vor der Explosion hat. Kriege ich da den Bonus für meinen Handschuh drauf? Ja. Plus 1. Ich würde dir nochmal einen anderen Plus 1er geben, weil du sehr genau weißt, wo die ist, wegen dem Crit. Plus 2. Sounds good. Das ist auch so ein Ding, wenn du das nicht packst, okay, reicht, ist in Ordnung. Da würden sich Ikonen lohnen, meine ich nur. Ja. wenn die Ikonen sich lohnen, haha. Ich finde es gut, dass ich immer mehr Finsternispunkte horte, um euch irgendwann so richtig zu mobben. Und jetzt aktuell noch so bin, so, later. Ich hab schon 20. Man sieht halt, wie sich die Muskeln von Hans anspannen. Man sieht die Adern fortgehen. Kopf wird rot. Du biegst und bändest. Für einen Erfolg. Ich mache noch einen, vermutlich ist im Zimmer keiner. Wenn eine Bombe an der Tür ist. Du biegst die Tür so weit auf, dass man theoretisch da, wie sagt man, das rüberklettern könnte wahrscheinlich sogar? Ja. Oder was hattest du genau vor? Ja, genau. Dass man dann durch die Luke klettern könnte. Ich ziele durch die erste Öffnung. Also, ne? Nicht, dass da irgendwer hinter wartet. Angenehm. Das Geräusch von Erfolg. Das erste Scharnier löst sich von der Wand. Du biegst die Tür auf.
Und ihr zielt rein. Ja, einen Haufen Waffen, die da einfach reinhalten. Eier zielt mit euch, wer auch immer da drin ist. Bin auch dabei. Und yeah, all the way. Ja, stimmt, der Doktor hat ja keine Waffe. Das müssen wir noch ändern. Der chillt dann nur. Ja, ihr biegt das auf und euer Blick fällt auf ein sehr ähnliches Zimmer. Nur so, hier ist es halt, dass der Raum zuerst anfängt und dann hinten in der Ecke sieht man wieder diese kleine, nur so diese Box sozusagen, wo das Bad drin ist. Dementsprechend habt ihr einen sehr genauen Blick auf die zwei einzelnen Betten, die in dem Zimmer sind und ne, der Schreibtisch und das ist ziemlich ähnlich, nur kein Doppelbett, sondern zwei Einzelbetten. Auf dem einen Einzelbett liegt ein Hoverbike-Helm. Mhm. Darunter ordentlich gefaltet eine Jacke. Mhm. Und davor auf dem Bett zusammengefaltet liegt ein Stück Papier. Merde! Was seht ihr? Ich liebe die Idee, dass der Doktor einfach nur so dabei ist. Hallo! Ich bin auch der Doktor, hier! Der Doktor hat sich einfach in sichere Entfernung hingestellt, sodass, wenn da was hochgegangen wäre, er zumindest die Leute zusammenflicken kann oder was von ihnen übrig ist. Mhm. Es ist ein Kalkül. Oh. Nur ein Zettel? Ja. Gehen wir holen. Oh. Na gut. Hans lese ich so an die Wand daneben, übelst am Durchatmen, Kopf rot. Ich schaue fragend rüber zum Captain. Ich nicke dir auf und The Joy. Ich krieg schmale Augen. Lächel dann und nicke. Okay, du kletterst also rein, ja? Wenn man hier irgendwo einen Piloten findet, dann ja wohl hier. Ich halte kurz inne. Hören Sie nicht auf Tiegelmann. Sie sind ein unentbehrliches Mitglied dieses Teams. Stinkstiefeln. Und dann gucke ich erstmal, ob da noch irgendwas ist, worüber ich stolpern könnte, das alles in die Luft jagt. Observation. Würde besonders Augenmerk auf den Helm geben. Welchen Helm? Den Helm. Helm. Ich weiß doch. Welchen Helm? Wer ist Helm? Wer ist Helm? Ja. Kennen Sie diese Helen? Ich bin in Observation übrigens gar nicht so gut. Mhm. Wie man sieht. Ich übrigens auch nicht. Okay. Also kletterst du rein. Ich sehe ja nichts Auffälliges, also werde ich vorsichtig hineinklettern. Okay. Du kletterst über die verbogene Tür, was wahrscheinlich sehr abenteuerlich sich anfühlt, weil die halt ja nur so schräg aufgebogen ist, damit ja der Laserkontakt nicht unterbrochen wird. Du kletterst darüber in den Raum, der unauffällig aussieht, bis auf die Jacke und den Helm, den ihr ja schon auf den Überwachungskameras gesehen habt. Meine auch, warum sollte da eine zweite Bombe drin sein? Ich sicher. Die Ecken und alles, wo man sich verstecken könnte. Mhm. Und dann gehe ich vorsichtig rüber zum Helm und gucke dabei genau, wo ich hintrete. Und ich gucke auch, ob ich irgendwo ein Aufblitzen einer Kamera sehe. Mhm. Du siehst... Würfel mir nochmal mit einer +2, weil du ja von den Kameras weißt. Also, dass die existent sind und dass die Person sehr viele Kameras angebracht hat. Ja, kann ich auch auf Technology? Du kannst auch auf Technology würfeln. Und +1 hast du gesagt, ja? +2, weil ihr wisst, wie der die versteckt. Okay. Du guckst dich in dem Raum um und du siehst tatsächlich hinter dem Visier des Helms
ein bekanntes Blitzen. Kamera im Helm. Ich hoffe, die Bombe hat keine Fernzündung. Ich roll einen Meter weiter zur Seite. Digga, man, könnten Sie die Bombe nicht entschärfen? Jetzt, wo ihr drin seid? Theoretisch. Ja. Schon. Dann machen Sie das, bevor irgendjemand den Trigger drückt. Ich will den Helm, Captain. Der sieht cool aus. Ja, ich kletter durchs Loch. Ich gehe übers Komm, stellen Sie sich so vor die Kamera, dass er nicht sieht, dass Tiegelmann. Also, du hast gesagt, dass im Kamera eine Helm ist. Im Helm eine Kamera ist. Ja. Ne? Stell dich so vor, sage ich dann übers Komm, vor diesen Helm, dass er nicht sieht, dass wir die Bombe entschärfen. Der wird bestimmt wollen, dass wir vorher den Zettel lesen. So ein arrogantes Arsch wird das sein. Der wird wollen, dass wir den Zettel lesen. Klar doch! Ich gehe zum Helm und bewundere den Helm. Ich streiche es ein bisschen drüber. Es ist nur eine Großaufnahme meines freudigen Gesichtes. Ich kann auch gerne ruhig nochmal laut sagen, wie geil sie diese Lederjacke und den Helm finden. Captain, darf ich den Helm behalten? Ich stelle mir gerade vor, wie jemand an der anderen Seite von dem Ding sitzt und nur so, what am I listening to? Der Helm hatte doch eine Stimmverzerrung. True. Und diese wenig Konzentration. Die sind so windschnittig und halten so viel aus, wenn man doch einmal den Bordstein küsst und dann hinfliegt und dann über den Asphalt schlittert. Schade. Ja, Hans klettert durch die Luke und versucht dann die Bombe zu entschärfen. Mhm. Dann, auch wieder so ein sehr schöner Ikonenmoment für den Fall, dass das schief geht. Captain, wussten Sie, dass in X-Base 3 Sharim einen solchen Helm trägt? I love everything. Was zum Geier Hans, ist X-Space 3? Hans, Technology, wenn der Doc ihm helfen möchte mit Bonus, weil da kann nur einer dran rumhantieren gleichzeitig, das ist ein bisschen zu prekär, das mit zwei Leuten zu machen. Aber du kriegst auf jeden Fall einen +1 Bonus, weil du die Art von Sprengstoff schon gesehen hast. Wie viel? Also, das sieht sehr, sehr ähnlich aus. +1 und falls der Doktor dir hilft, +2. Okay. Möchte der Doktor mir helfen? Das ist jetzt noch an der Tür. Ja, dann gehe ich vorsichtig auf die Tür. Ich vertraue auf Ihre Fähigkeiten, Tiegelmann. Wenigstens einer. Und damit bin ich weg. Ciao! Nur aufmunternde Worte und dann rennt er. Captain, ich nehme Urlaub. Zwei Erfolge. Abgelehnt. Ich wollte gerade sagen, alles ist. Ja, du schaffst es, die. Du siehst tatsächlich, das Ding hat auch einen Fernzünder. Mm. Neben der Laser-Dings. Ich ziehe den USB-Fernzünder raus. Ungefähr so. Du weißt halt, welche Kabel du durchschneiden musst, um beides sozusagen zu. Sozusagen, um den praktisch. Das Einfachste für dich ist wahrscheinlich einfach die Batterie zu deaktivieren von dem Sprengstoff. Yep. Was du dann auch einfach machst. Nur so dieses, wenn ich einfach die Batterie rausnehme, passiert hier gar nichts mehr. Dabei streift die Hand den Bewegungsmelder. Nein, du schaffst es tatsächlich, die zu entschärfen. Sehr gut. Die ist genau wie die andere, die ist nicht super kompliziert. Es ist mehr so es ist eine doppelte Absicherung, dass er sie halt auch fernzünden kann, wie auch immer es ist. Ich stecke die Batterie in eine meiner Hosentaschen und die Bombe in eine andere. Und, darf ich den Zettel vorlesen? Erstmal geben Sie bitte Dr. Ward die Kamera. Vielleicht können wir das Signal nachverfolgen, wo sich der Typ befindet.
Ich wollte den Zettel lesen und ihm danach den Stinkefinger zeigen. Na gut. Achso, naja, klar, vielleicht, natürlich. Also, lies den Zettel, lies den Zettel zuerst vor. Die Kamera wird ja nicht wegrennen. Nice. Moment. Ich gönne Ihnen den Moment, dass er, dass Sie sich vorstellen können, wie er auf den Knopf für die Fernbedienung, für die Fernzündung drückt. Und dann geht die Bombe passiert. Im Kleiderschrank hoch. Also wenn er noch eine Bombe hat, ja, also dann ist aber langsam vorbei, Leute. Die Bombe im Helm. Mhm. Alles gedacht. Hat alles gedacht. Du öffnest den Zettel. Und weil das ein bisschen länger ist, steht nur Bon Voyage drin. Bon Voyage! Hans steckt sich so die Bombe ein. Wenn du ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen sagst. Das ist a surprise to us, that will help us later. Hast du eigentlich die andere Bombe aufgeschrieben? Ich schick dir was auf Discord. Nee, die war noch in der. Die war so fest integriert. Ah, bedauerlich. Aber da was ich ist das, was auf dem Zettel ist? Da habe ich den Magna-Cutter geklaut. Wenn du es übersetzen möchtest, kannst du für mich, was wären das? Entweder, ja, Datajin wäre es wahrscheinlich. Es ist aber nicht sonderlich schwer. Also. Ja, aber Marek macht den Zettel auf, guckt auf, kriegt große Augen, ganz schmale Lippen und ein Schweißtropfen kommt langsam runter, weil der coole Moment gewertet wird. Und ja, das was steht da, Emma Jeremy? Möchtest du zu den Ikonen bilden? Um cool zu sein. Ja. Do it. Oh. Hey. Hey. What the fuck? Von 6 Würfeln. Die Götter so. Das ist das, was da steht. 5, 6 und eine 1 ist so lieber. Die Götter mögen Drama. Ja. Das ist das, was da steht. Wenn du das hier liest, bist du ein Nerd und tot. Ich knüll den Zettel zusammen und werf den nach hinten. Pah! Nerds wissen, wie man eine Bombe entschärft. Und ich zeige einen Stinkefinger. Der gibt dir einen Chefskiss. So durch die offene Tür so. Ja, dann. Oh ja, unter der Nachricht ist noch derselbe Hoverbike-Helm, so ganz, weißt du, so ganz karikaturisch gemalt mit so einem, weißt du, so, als wenn jemand da so mit den Fingern gegentippt und so ein Küsschen in die Luft gibt mit so einem Herzchen, so, ist unter der Nachricht. Wenn sich die jemand an, guckt sich die jemand anders an, als Marek die nach hinten schmeißt? Ja, der. Wenn du da drauf guckst, das ist non-binary. Binary. Brain. Non-existent today. To be honest, dein Motorradhelm ist It's sowas von non-binary. Non-binary. Very true. Gott, mein Gehirn heute. Das war der beste Versprecher, den ich je gehört habe. Daraus mache ich einen YouTube-Short. Halb Mensch, halb Frau war auch ziemlich gut. Oh, stimmt, ja, stimmt. Das teilt sich jetzt ganz eins. Schön. Beautiful. Magieren, ey. Mensch. Ich schwöre es. Eine Harpie, halb Mensch, halb Frau. Uralt. Er ist alt wie die Zeit, der Versprecher. Ja. Den habe ich bestimmt auch schon mal gebracht. Das ist so ein Klassiker. Ja. So dieses Halbwesen sind mal gefährlich, wenn das Gehirn gerade nicht mitspielt. Aber ja. Da steht Binary drin. Und scheinbar hat Marek das übersetzt. Ohne zu stoppen. Mit einem Critical Success. Jesus Christ. Ja, und dann gehe ich zum Helm, nehme den Helm. Gucke vorher kurz, ob der Helm irgendwie an irgendwas befestigt ist, das ich vielleicht auslösen könnte, und würde dann den Helm von dem Ständer nehmen.
Nö, der liegt halt so auf der Jacke drauf. Du siehst keine Kabel weggehen oder irgendwas, was irgendwie verdächtig aussieht. Würde Richtung Linse noch ein Küsschen geben. Und dann den Helm umdrehen und gucken, ob ich irgendwie die Kamera, ob man da irgendwas mit der Kamera machen kann. Ich habe kein Datenpad, also müsste ich das. Hat der Doc ein Datenpad dabei? Ja, das ist in meinen Handschuhen eingearbeitet. Ich wollte gerade sagen, ihr habt mindestens eins dabei, weil ihr euch andauernd Kamera-Footage und so. Na, ich habe eine einfache Tabula jetzt, aber nicht, womit man. Wir sind nicht Hacking-Arbeit oder sowas. Ja, dann werfe ich das dem Doc zu. Ja, die. die Kamera ist einfach nur so in den Helm gesteckt worden, praktisch so, um praktisch da rauszugucken. In den Raum. Und während er sich das anguckt, gucke ich mir die coole Lederjacke an. Es ist eine coole Lederjacke. Doc. Würfel mir doch mal Technology. 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 Ein oder wäre Success. Das? Ja. Ja. Die Kamera ist von derselben Marke wie die Fernsteuerung. Immer markentreu. Mit der die Drohne ferngesteuert wird. Ah, vom Tara-Konzern. Mhm. Und da du diesen Erfolgswurf hattest, falls du mit Datagen versuchst, irgendwie da dich rein zu hacken, ja, kriegst du ein plus 1. Oh, nice. Ja, dann würde ich es versuchen. Two successes. Okay. Du versuchst irgendwie rauszufinden, wohin die connected ist. Du findest mit dem ersten Erfolg, du findest Login-Daten, also sozusagen, wann jemand geguckt hat. Jemand hat offensichtlich Mareks kleines Goodbye gesehen, weil die Kamera sich praktisch ausgeschaltet hat, als Marek den Helm hochgehoben hat. Oh. Das heißt, jemand hat euch gesehen. Wir haben uns gesehen, offenbar. Und für den zweiten Erfolg, als du mit deinem Pad da drüber gehst und ne, so versuchst, so ein bisschen das zurückzuverfolgen, erhaschst du ne, so diesen wie sagt man das? Du siehst praktisch den Port von dem Gerät, an den die kurzzeitig angeschlossen war. Ne? Mhm. Also so wie wenn wir eine Bluetooth-Verbindung kappen, weißt du? Mhm. Du kannst sozusagen sehen, ne, so dieses, das sind die vertrauten Geräte. So ein bisschen, okay, mäßig, okay. du kannst halt sehen, mit welchem Gerät das verbunden ist. Ja, jemand vergisst seine Kopplung zu löschen. Die Internet-History wurde mal wieder nicht geklient. Er hatte wohl gehofft, die Bombe macht das. Wahrscheinlich, mhm. Ja. Wäre auch sehr wahrscheinlich gewesen, weil selbst wenn man ne, aus irgendwelchen Gründen den Infrarot nicht ausgelöst hätte, hätte er sie immer noch manuell zünden können und da er ja zugeguckt hat. Schade, dass er jetzt weiß, dass er mit Profis zu tun hat. Ah ja. Derzeit steht gerade Marek mit der Lederjacke vor dem Spiegel. Sie haben, Amajani, Sie haben nicht die Lederjacke angezogen. Warum nicht? Könnten Sie bitte den Helm und die Lederjacke auf Haare untersuchen? Klar doch. Oh, beautiful. Ich gucke auf die Schultern, habe ich Haare. Ich mach das im Helm. Die Wahrscheinlichkeit im Helm ist höher, aber gut. Keine Haare, aber Schuppen. Genau, für Pat noch einmal, weil die haben ja alle so Namen und sowas, ne? Als du halt guckst, ne, was war das letzte Bluetooth, da gehen wir noch eben kurz drauf ein, bevor ich irgendwas anderes anguckt. Das letzte Gerät, das daran angeschlossen war, hat nur zwei Buchstaben als Namen. Mhm.
M und S hintereinander, also MS. MS. Mhm. Wer könnte das sein? MS. 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 Sagt Ihnen MS was? Multiple Sklerose? Ja, ich glaube nicht, dass Multiple Sklerose an diese Kamera angeschlossen war. Aber danke für den Input. Er macht eine Ferndiagnose bei uns. Das ist so fucking funny. Das ist übrigens auch das einzige Gerät, das damit synchronisiert wurde. Also es gibt keine anderen Geräte, es gibt nur dieses MS-Gerät. Motorschiff? Ja. Namen vielleicht? Ihr habt außer Munira habt ihr niemanden getroffen hier auf der Station bis jetzt, der einen Vornamen mit M hat. Mhm. S mit Nachnamen. Aber Munira ist doch. Nee. Ist doch. Ja, ja, also ich sag ja. Nur. Marek Smaljani. Das sind Munira und Saad. Ja, wie gesagt, ihr wisst auf jeden Fall niemanden, den ihr bis jetzt getroffen habt, hatte halt irgendwie das als Initial. Okay. Auf jeden Fall, um das einmal kurz auszuschließen. Also niemand, mit dem ihr hier bis jetzt auf der Station geredet habt, hatte diese Initialen. Falls das Initialen sind. Falls es Initialen sind. Nur. Ja. Na gut. Nur damit ihr nicht panisch alles durchwühlt. Ja. Die scheinen sich nicht zu decken mit den Namen, die ihr kennt. Na gut. Sonst irgendwelche Assoziationen mit den Buchstaben? Nein. Keine sinnvollen. Wie geht's an der Haare-Front voran? Achso, ja, das wäre mein nächstes. Da gäbe ich den noch draußen, der ist noch nicht drüber gekämpft. Ja, of course. Wenn ihr den Helm checkt und dann so vielleicht auch mit einer Lampe reinleuchtet oder so, findet ihr nur ein bisschen Staub. Also da sind keine Haare bisschen drin. Staub? Wir suchen einen Glatzkopf. Bisschen Staub. die Jacke wirkt ziemlich neu. Nicht als wäre die viel getragen worden. Die hat so ein bisschen so diese, sieht halt so ein bisschen aus wie so eine, was wir heutzutage kennen, als so Motorradlederjacken oder sowas. So diese etwas moderneren mit Reißverschluss und so. Die sieht relativ neu aus. Keine super so auffälligen Abschürfungen oder so. Halt so diesen Minimalrieb, der halt kommt, wenn man die trägt. Aber wirkt relativ neu. Steht ihn. Irgendwas in den Taschen. Sonst irgendwas im Zimmer. Ich scheuche die Leute da so ein bisschen durch das Zimmer, dass ich das durchsuche. Wenn ihr das Zimmer durchsucht, ich gebe euch mal so ein paar Infos, die ihr relativ easy findet, also die nicht versteckt sind oder so. Ihr findet im Bad, als ihr das so durchwühlt, findet ihr in dem Mülleimer von dem Badezimmer, nur so dieser Klassiker, ne? Da ist so dieser kleine Mülleimer. Als ihr den aufmacht, findet ihr da drin eine Haarfärbeflasche. Jemand hat sich offensichtlich die Haare braun gefärbt. Und was werdet ihr noch gefunden haben? Hygieneartikel, der, weiß nicht, so vielleicht im Mülleimer obes oder so? Nein. Okay. Willst du noch irgendwie auf Östrogenspuren in der Toilette prüfen? Wie gesagt, was ihr findet... Was lass mich mal eben abschmecken! Diabetiker! Good
Good Lord. Spargel, nein. Ammoniak. Was ihr, wie gesagt, was ihr, wie gesagt, findet, ist, ja, braune Haarfarbe. Ja, hat sich jemand die Haare gefärbt? Ja, Braunton. Was jetzt nicht ungewöhnlich ist unter den Leuten, die es am, am dritten Horizont gibt. Dunkle Haare sind relativ weit verbreitet. Sag mal, Löffel, woher kennen wir eigentlich unseren Nemesis? Euren Nemesis, den kennt ihr noch gar nicht. Den habt ihr noch nie getroffen. Okay. Woher wissen wir, dass es unser Nemesis ist? Egal. Ihr habt euch den Off-Game ausgesucht. Oh, stimmt. Das heißt nicht, dass ihr den schon kennt. Okay. Ihr Vögel. Off-game knowledge versus play versus character. Ja. Das wussten okay. wir nicht mehr wahrscheinlich. Wir wissen also, jemand hat die Haare schön. Na, oder halt nicht mehr. Oder halt nicht mehr. Jetzt wissen wir genauso viel wie vorher, außer dass wir eine Abkürzung für irgendwas haben. MS. Großartig. Und wir wissen, dass die Person original keine braunen Haare hat. Auch das. Ein Schreibtisch gab es da auch, oder? Ja. Sag das schon von der Tür aus. Ja, von der Tür aus zeige ich ihm auf dem Schreibtisch. Hat sich auf der umgeknickten Tür so ein Kaffee hingestellt. Wo haben Sie den hier? Vom Automaten hier im Flur. Wenn sich jemand den Schreibtisch angucken möchte, das wäre tatsächlich einmal Observation, glaube ich. Ob da was auffällt, was mehr als das offensichtlich ist. Hm. Wer möchte das machen? Das ist die Frage. Ich überlege gerade, ob Mari gerade zu sehr vom Spiegel abgelenkt ist, aber... Ich kann das auch machen. Wenn Marek da am Rumtänzeln ist, sich den Hintern betrachtet, ob der gut aussieht in der Lederjacke. Nee, Leder. Gerade, nee, in dem Moment wird er wahrscheinlich gerade zum Doc rüber gucken und ihn fragend anschauen, ob er den Helm haben darf. Ja, yeah, natürlich. Es, ich habe die Kamera auch rausgepult. Ja, er musste ja, um die auslesen zu können. Dann setzt er den Helm auf und guckt nach meinem Spiegel. Und dann drückt er sich zum Captain und macht so zwei Daumen hoch. Ich schau mir mal den Tisch an. Jo, würfel mal auf Observation, also du wirst ein paar Sachen so sehen, einfach nur, ob du dir irgendwas Besonderes auffällt. Jo, Observation is Wit. Wit. Ein Erfolg. Oh. Als du an den Tisch kommst, siehst du, ne, so, da sind so die üblichen Sachen, die man da so drauf erwarten würde. Also da ist so wie in so einem Bed and Breakfast, wenn ihr da schon mal drin wart, so, weißt du, so eine kleine Kaffeeecke, sowas. Mhm. Und so, ne, und dieses ne, so das obligatorische ne, so Datapad Lade, so eine Ladeecke, ja. Und sowas, so eine Ladestation und so. Da ist aber auch, das ist so, das habt ihr auch schon in dem Raum von Aya gesehen, da liegt so ein normaler Schreibblock. Das ist auch der Block, wo der das Papier her hatte für die Nachricht. Und was du siehst, ist, dass da Abdrücke in der Seite sind. Ja, ich hole einen Bleistift aus meinem Apron vorne, aus meiner Tasche raus. Hast du noch einen Bleistift? Hip mit den Kids. Sehe, dass er nicht angespitzt ist, hol ein Messer raus. Du bist ein Mann. Der Mann lebt im Mittelalter.
Entschuldigung. MS auch. Mit einem Datapad kann man so schlecht Markierungen an der Wand machen. Der Captain sagt dazu nichts. Der Captain findet das gut, dass du professionelle Arbeit leistest. Das war jetzt so mein Gedankengang. Achso, okay. Ich dachte, ich höre das Murmeln im Hintergrund. Ja, komisch. Ja. Das war. Und würde dann halt so seitlich über den Block schraffieren, damit man vielleicht lesen kann, was da als letztes aufgeschrieben wurde. Ja. Ich schreibe das gerade mal eben alles einmal auf. Du siehst ja, die Person, die das geschrieben hat, hat so, weißt du, so relativ in kurzen Abschnitten, weißt du, so nur so, es wirkt erst nur wie so Buchstaben, bis du halt weiter schraffierst und so ein bisschen siehst, ne, was sich da so bildet. Ah ja. Milch. Plastiksprengstoff. Ach, cool. Ich überlege gerade, ob ich da noch was zufügen. Das ist richtig. Ich war ganz kurz weg, was habe ich verpasst? Nee. Ich schreibe gerade was auf. Sehr gut. Das ist die Nachricht, die du kriegst. Das ist halt alles so aneinandergereiht. als ob da vielleicht jemand bei was mitgeschrieben hat oder so. Mhm. Captain. A. Confirmed. SQ. Confirmed. Admin. Confirmed. Alles wie nach Plan MS. Mhm. Schon wieder Multiple Sklerose. Ich kopiere es auch nochmal, weil die anderen sich das ja auch angucken können. Kopiere ich es mal einmal in den Coriolis. Bitte. Dings einmal rein. Also es ist für die Zuschauer CPTA confirmed, SQ confirmed, ADMN confirmed, alles wie nach Plan. MS. Ademen. Mutation. Mhm. Ja. Während Hans das macht, was sucht so der Rest? Der Kreis schließt sich. Captain. Aha. Die Stimmverzerrung funktioniert. Ich habe Marek ein Geschenk gemacht mit dem Helm. Das sehe ich schon. Captain A. Hab. Nein, Aya. Ja, Aya ist doch die Kapitänin von der Nebulawana. Ich weiß. Ich wollte einen dummen Witz machen. Oh, was heißt das? Saad Kadir? Saad Kadir confirmed, Ademan confirmed, alles wie nach. Also die Reihenfolge des Ablaufs. Vermutlich. Die einzelnen Schritte des Planes. Aber. Was für eine Reihenfolge sind? Wie bitte? Ergibt die Reihenfolge Sinn? Treffen und bedrohen mit der Kapitänin. Danach hat Kadir den Stick übergeben. Mhm.
Danach die Infos über die Adamant-Station verbreiten. Ja. Interessant, dass diese Person von der Adamant-Station zu diesem Zeitpunkt schon wusste. Naja. Vielleicht hängt das ja doch alles mit uns zusammen. Vielleicht waren wir Teil des Planes. Au. Oh. Oh. Vielleicht hat Jubal uns nicht verraten. Ha. Sondern Jubal wurde genauso wie wir betrogen. Macht Sinn. Das ist ein bisschen weit ausgeholt, um so einen Plan durchzuziehen, wie eine Drohne auf ein paar Nomaden zu hetzen. Ich deute auf Mariks Outfit. Ich sag nur, es ist über Yuval zu gehen, damit der uns auf die Adamant-Station hetzt. Wer sagt, dass Yuval das getan hat? Vielleicht hat euer ursprünglicher Auftrag war ziemlich simpel. Ihr solltet zur Adamant-Station fliegen, von der bestochenen Wache in das Lager ausgelassen werden, eine Kiste einsammeln und wieder gehen. Die Frage war ja eher, so wie ich das jetzt verstanden habe, den Kommentar von Sherlock, dass Yuval uns den Plan gar nicht gegeben hat, den Auftrag gar nicht gegeben hat, sondern jemand sich als Yuval ausgegeben hat. Naja, oder Yuval hat. Also Yuval wird vermutlich der Vermittler eines Auftrags gewesen sein. Also hat jemand Yuval den Auftrag gegeben und Yuval hat uns den Auftrag gegeben, aber das erscheint mir trotzdem wie ziemlich viele Ecken. Naja, aber normalerweise macht man das doch so. Man fragt jemanden, der Leute hat, um etwas zu machen. Und der schickt dann eben diese Leute los. Damit verdient Yuval sein Geld. Ja. Unter anderem. Neben Schmuggel und Drogen und Anteile an irgendwelchen Firmen. Vermutlich auch noch Schutzgelder, Casinos. Haben wir den Auftrag von Yuval in person gekriegt oder nur per Nachricht? Der Captain wird mit dem geredet haben. Also wird den in persona gekriegt haben. Ach so, okay. Ich dachte nicht. Weil das ist ja euer erster Auftrag, den ihr für Yuval macht. Ihr hattet ja erst vor sehr kurzem das Schiff von ihm gekriegt. Jo. Das war ja so ein bisschen das, was ihr wisst. Das ist vielleicht nur so das, was ihr wisst, ist als Crew. Ari hat dem Captain geholfen, mit Yuval in Kontakt zu kommen und der hat das Schiff gestellt. Ihr konntet, ne, so weder der Captain noch ihr konntet euch das Schiff leisten. Deswegen seid ihr aktuell in der Schuld von Yuval. Und arbeitet praktisch für den, bis ihr eure Schuld beglichen habt. Und dann seid ihr frei. Solange ihr euch keine weiteren Schulden einheimst bei ihm. Wer würde das denn? Und das war euer erster Auftrag von vielen. So viel wisst ihr. Also das ist das, was der Captain auf jeden Fall mit euch geteilt hat. Okay. Und der Kontakt, wie gesagt, wurde durch Ari hergestellt. Also Ari kannte Yuval schon vorher. Ich glaube, Chris ist gerade AFK, oder? Weil der ist gemutet. Nein, so. Nein, ich bin da. Aber ich... Warst du gemutet? Hattest du was gesagt, während du gemutet warst? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht, okay. wie gesagt, das ist so die Knowledge, die ihr habt. Also der Captain, also für Chris auch nochmal. Du hast du hast den Auftrag in persona gekriegt. Mhm. Yuval hat dir den sozusagen praktisch mit der Schiffsübergabe sozusagen hat er dir klar gemacht. Ja. Nee, du hast Schulden bei mir. Du hast Schulden bei mir und du wirst jetzt abarbeiten. Das ist der Auftrag und damit fährst du dahin. Ja. Und das war so ein bisschen so dieses, wir machen erstmal was Simples, weil ich erstmal gucken will. War total simpel. Du weißt nicht, ob er das wusste, dass das nicht simpel ist. Nee, wahrscheinlich ja nicht. Von dem, was er dir gegeben hatte. Er hat halt gesagt, das ist ein simpler Schmuggelauftrag. Bringt das Zeug von A nach B, lasst euch nicht erwischen. Total.
Das war alles, was er euch gesagt hat. Und was, so was du, es, soweit du das weißt, was er wusste. Ohne mit ihm gesprochen zu haben. Jetzt danach. Nein, ich glaube nicht, dass Yu bei uns aufs Kreuz legen wollte. Oder irgendwie, das ergibt keinen Sinn. Der hat zu viel noch von uns. Gut. Wenn es sonst da nichts zu finden gibt, würde ich sagen, bereit, naja, können wir erstmal was sehen, Bericht erstatten. Okay. Oder gab's, und ich würde sagen, das machen wir. Ja, oder gab es noch irgendwas in dem Zimmer, was man sich anschauen kann? Nichts Offensichtliches. Aber die Person hat ja auch scheinbar nicht geschlafen. Nichts, was ihr gefunden habt. Aber ihr habt relativ viel gefunden, tatsächlich. Ihr habt einiges gefunden. Ja. Ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir haben einen kleinen Talk mit Vasem, da es schon noch 10 ist. Was? Und dann schauen wir mal, wie Vasem mit der Information umgeht. Ihr wisst ja jetzt praktisch, die, die dafür verantwortlich waren, was passiert sind, waren Aya und wahrscheinlich Saad Kadir, so wie das klingt. Ihr wisst halt die Umstände von Saad nicht. Ja, wir können ja mal ganz liebevoll mit Saad darüber sprechen. Bevor wir zu, das müsst ihr bevor euch, wir zu Aya gehen. Genau, ihr habt, ihr wisst, wer beteiligt war an dem Attentat. Ihr wisst nicht hundertprozentig warum, aber ihr wisst, dass scheinbar, was auch immer auf der Ademünstation passiert ist, vielleicht auch was damit zu tun hatte. Mysteriös. Und da beenden wir es für heute. Das ist tatsächlich ein sehr schöner Cliffhanger. Und da sehen wir es dann beim nächsten Mal. Ich ziehe uns mal in den Poststream. Und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Bis bald, meine Freunde. Bis bald. Macht's gut. Ich find's gut, wie alle so in Gedanken verloren sind und so drum. Wer ist am besten?